My friend, death for you. My friend, понимаешь, я от администрации области пришел сюда, мне руку порезали. Знаешь, кто такой Кузнецов? Администратор области, чтобы здесь... So, also, ganz schön einlegen, mal los. Abballen, dann machen wir mal schön. Kupplung drehen, Motor starten. Wunderbar. Und? Hast du Gang oder was willst du? Ja, aber hey, schön. Schau, dann mach nochmal. Genau. Kannst du ein bisschen langsamer mal runtergehen von der Kupplung? Langsam runtergehen. Ja, aber. Jetzt sind wir schön gehüpft. Wollen wir jetzt mal fahren ein bisschen? Ja, fahren? Erster Gang. Genau. Du musst den ersten Gang legen. Jetzt ist wieder rot geworden. Jetzt müssen wir fahren bei Rot. Nee, das geht nicht. Bei Rot bleibe ich stehen, bei Grün kannst du gehen. Kennst du das noch aus dem Kindergarten? Hast du schon mal gehört, oder? Понимаешь, я с тобой один, никого здесь нет, ни с автоматами, ни пулеметами. Ты окружил меня людьми. Мне порезать их похуй дело. Я спецназовец ГРУ. Mindestens 21 Jahre Haltbarkeit. Und Sie können also, wenn Sie bestellen bei uns, wir wollen ja, dass die Kunden das volle MHD mitbekommen, nach Hause, aus Ihrem Markt. Wir sind also in der Lage, innerhalb von 24 Stunden zu liefern. Вот именно. На самом деле, давай мирно разойдемся, все будет нормально. Что значит мирно разойдемся? Ты знаешь, что тебя завтра утром порвут? Bestenfalls aber im Jahr irgendwo 40% an Heizkosten, die du über die Sonne machen kannst. Wenn der einer mehr verspricht, ist es geflunkert. Zwei Miliz, nur eins. Ja, du hier, Что значит с миром? Я вас предупреждаю, понимаете? Вы хотите умереть? Jetzt ist der Schinken runtergefallen. Wie heißen die Dinger hier? Ja, den habe ich da reingelassen. Wie heißen die Dinger? Bellamore-Kanal, Papyrus. Das genießt man mit Haferschleim oder was? Ja. Das Kalb wurde auf einen Schrafen geschnallt, mit den Füßen nach oben. Und dann musstest du dich da vorstellen, mit dem Hinterkopf klopfen, mit der Keule. Der haut daneben und ein Meister ans Knie. Wisst ihr, wie der geblägt hat? Mein Name ist nicht Werner Herzog. Ich begleitete meine Freunde auf eine Reise in das religiöse Herz Russlands.
Christian war das älteste Mitglied unseres Clubs. Als Fleischer widmete er seine ungeteilte Aufmerksamkeit den Straßenrändern, immer auf der Suche nach frisch überfahrenem Wild, das er uns zum Abendbrot am Lagerfeuer zubereiten würde. Der Zweizylinder-Boxermotor seiner BMW war noch immer der Klassiker unter den deutschen Motoren. Ein halbes Jahrhundert bauten die Bayern diese unzerstörbaren Gummikühe. Chris hatte seine R1100R gerade erst gekauft. Und es war seine erste Krat-Tour seit 25 Jahren. Das dort vor uns hat er mal Probe aufgesetzt, Probe gefahren, wieder auf den Hof gerollt. Ich sage, einbacken, wie ich meine. Haben wir noch ein bisschen rumgefeilscht, 4,5, sag ich, okay, nehme ich. Mit kindskopfgroßen Stollen war Uwe ausgestattet, um mit 190 durch knietiefen Sand zu fahren. Nachdem alle Straßenmaschinen seiner Dresdner Fahrschule von Clubmitgliedern verschlissen wurden, wechselte er in das robustere Fahrzeuglager. 50 Kilometer hinter der deutschen Grenze hatte er bereits den ersten Platten, was ihn nicht davon abhielt, weiterhin mit Höchstgeschwindigkeit voranzufahren. Seine KTM 990 war der Einstieg der österreichischen Rallye-Champion Brotstätte in das Segment der großvolumigen Reiseenduros. BMW hatte jahrelang mit der R1200 GS dominiert. Die Rallye-Ösis waren nun angetreten, die Schlammspritzer unter den Reiseenduristen auszustatten. Roman, Dolmetscher, orthodoxer Theologe und Gründungsmitglied des MC Metern Sachsen. Er hatte beschlossen, auf einem Reiskocher in seine Heimat zurückzukehren. Die Bandit, ein quantitativer Meilenstein der Zweiradgeschichte. Dieser unkomplizierte, vierzylindrige Allesfresser sollte als einziges unserer Fahrzeuge nicht einen einzigen Schaden nehmen. Tom war mir bereits als Kamikaze-Fahrer bekannt. Die BMW K100 hatte einen modifizierten Automotor unter dem Tank hängen. 250 Kilo schwer. Beladen? Eine halbe Tonne. Eine Maschine, die man in Richtung Sibirien dreht und von der man erst wieder absteigt, wenn man angekommen ist. Die fahrende Komfortmatratze unter unseren Krädern. Natürlich hatte er als deutscher Ingenieur alles dabei, um unsere Motorräder noch vor dem Frühstück zu zerlegen und durchzumessen. Verluste, die ersten Verluste. Immer ist schon orange. Aber ich hab's gerade so. Wahrscheinlich durch die. Die Ausrüstung von Matthias, Chirurg und Chef des Clubs, war darauf optimiert, eine Leber-OP auf offener Straße durchzuführen. Er hatte genug Schmerzmittel für eine Kleinstadt und ich spekulierte seit der Abreise damit, seine Adrenalinampullen zu stehlen. Auch er fuhr die 990er Zweizylinder KTM mit abgeflextem Windschutz, um den Plastikfaktor zu minimieren und um den Fahrtwind zum Training der Nackenmuskeln zu nutzen. Ich hab das nicht mal gemerkt. Es ging so einen Berg hoch. Ich habe okay, ein bisschen Gas gegeben, dass es losging. Und oben auf dem Berg ins Boden geschalten, weiter Gas gegeben. Und oben auf dem Berg habe ich dann den dritten geschaltet. Und dann merkte ich so, tock. Das heißt, ich bin den kompletten Berg hoch auf dem Hinterrad hochgefahren mit Uta, ohne dass ich überhaupt gecheckt habe. Sollte Uwe also beim Offroad-Fahren in einen Wildunfall verwickelt werden, dann wäre für sein körperliches und geistiges Wohlbefinden, für die Reparatur seiner KTM und für unser Abendessen gesorgt. Ich kalkulierte das Potenzial für eine bildgewaltige Feuerstuhlkantate während der ersten Kilometer in Russland. Meine Redbike Street Fighter wurde wenige Tage vor unserer Tour von eifrigen deutschen Sicherheitsbeamten aus dem Verkehr gezogen. Also würde ich die 7000 Kilometer auf der Supermoto meiner Frau zurücklegen. KTM hatte gut 10 Jahre vor dem Rest der Welt erkannt, dass es sinnvoll ist, ein Motorrad zu bauen, mit dem man sich zwischen Ortseingangs- und Ortsausgangsschild generell nur auf dem Hinter- oder dem Vorderrad fortbewegt. Sollten doch einmal beide Reifen Bodenkontakt haben, dann sind zumindest die Radrotationsgeschwindigkeiten verschieden, da sich das Hinterrad im andauernden Drift befindet. Mit der einzigen Ausnahme, dass der alpine Dampfhammer mit 2 blockierenden Rädern auf eine Straßensperre zurutscht. Zu diesem Zweck wurde die Duke geschaffen. Die Mutter aller Supermotos. Durch gezielte Vernachlässigung des Grades gelang es mir noch vor dem Ende der Reise, den Kettenkit zu ruinieren. Der Anlasser verendete bereits in Polen.
Roman hatte vor unserer Abreise mit einem orthodoxen Priester aus Jaroslawl Kontakt aufgenommen. Der Glaubensbruder hatte sich bereit erklärt, unsere Motorräder zu segnen. Der Black Bears Jaroslawl Motorradclub und die geistlichen Väter warteten auf unsere Ankunft. Es war unsere erste Nacht hinter der Grenze. Wir hatten 2000 Kilometer landeinwärts vor uns. Fahren Sie 2000 Kilometer landeinwärts. Mit gut 300 Kilometern Reichweite kamen wir fast immer bis zur nächsten Tankstelle. Meine Einzylinder war in der Lage, mit Frittenfett weiterzufahren, aber das war nicht nötig. Denn selbst handbepumpte Landtanken hatten direkten Zugriff auf feinste kaukasische Erdölressourcen. Kassiert wurde vor dem Tanken aus einem Bunker heraus von Frauen, schön wie Wintermärchen, die darauf bestanden, das Restgeld auf die Kopeke genau zurückzugeben. In einer Containerhütte verkaufte der Lehrling von gegenüber die mit 256K gerippten Sicherheitskopien seiner Ska-Sammlung auf MP3-CDs. In den Playlist-Pausen glaubte ich, ein realmusikalisches Fundament durchzuhören, das sich tatsächlich in der Dorfmitte als Pfingstprozession der lokalen Glaubensgemeinschaft offenbarte. Ich justierte den Audiopegel meiner Kamera und betrat ahnungslos den spirituellen Unterbau der vor uns liegenden Reise. Wer durch die russische Provinz reist, ja, der fährt von Kirche zu Kirche. Man sieht die Turmspitzen in den Himmel ragen, ja. Die Kirche als Knotenpunkt im Glaubensnetzwerk, ja. Physisch erlebbar. Man teilt den Glauben, ja. Warum? Das sind Menschen, die gesehen, gehört, gefühlt haben, dass sie sozusagen mit der Unendlichkeit in Berührung kommen. Und das allein ist, das kann ein Moment im Leben sein, aber der reicht dafür, um den Rest des Lebens der Übermittlung dieser frohen, guten Nachricht zu widmen. Die gute Nachricht Bibel, ja, übermittelt von den Aposteln. Die hatten mehr als solche Momente, die haben 3,5 Jahre mit dem Mensch gewordenen Gott verbracht. Die hatten genug Ladung für die ganze Welt. Und die Ladung hält heute noch an. Ganz einfach, so ist das. Also pass mal auf, Kisten hier rein und das ganze Gepäck fährt dann mit dem Auto. Also Leute, wir machen mal das Minimum, weil der Sachen sind ja gleich nebenan. Wir können dann herkommen jederzeit, falls wir irgendwas noch brauchen. Cool. Weil du denkst, was machen die denn da? Mein Scheiß! Denkst du, mein Scheiß! Was, mein Gutsmann? Komm, wir rein. Was ist lustig? Da oben ist eine Lampe, die können wir vielleicht anmachen. Das ist ja erotisch.
Wohin sagst du gleich? Wir fahren zu den. Siehst du das hier? Wo das du schaust, aber jetzt kann ich gut am Abschied. Können Sie zu den Medien machen? Okay, gut nach. Fahr vorsichtig. Ich sag mir, es gibt jetzt zwei Instanzen. Erstens werden wir die Sachen irgendwo abladen. Oh, Scheiße. Noch sind wir da. Security. Ich hätte lieber gezeltet irgendwo. Chef, sich um. Was denn, Agassi, wird schon? Chef, Security. Na, das ist ja. Was nimmst du? Durch. Na? Das ist Security. Das ist Security. Cool, cool. Und was machen wir? Die können wir auch selber nehmen, die Kalaschnikow. Nee, will er behalten. Wenn wir Gepäck anladen, das ist doch Schwachsinn. Ich meine, das können wir dann an den Kisten lassen. Ich weiß nicht, warum wir nicht irgendwo gezeltet haben. Ich verstehe es nicht. Was sind das für Stellen? Wer zelten will, bitte schön ins Zelten gehen. Ich habe jetzt hier das gemacht. So. Nee, aber wo sollen wir jetzt die Sachen hinschaffen? Weil wir dann wieder woanders. Wir werden es doch sehen. Ich weiß es doch nicht. Roman hatte uns eine Unterkunft bei einer jungen Ikonenmalerin organisiert. Aber auf unsere unvorbereiteten deutschen Gemüter wirkte das zunächst wie eine paramilitärische Geiselnahme. Unsere Gruppe spaltete sich in drei Lager. Chris wollte die Kontrolle über unser Schicksal nicht noch weiter abgeben, während sich Roman, Tom und Matt mehr oder weniger gelassen der russischen Mentalität hingaben. Uwe und mir war alles recht, was uns eine regelmäßige Nahrungsaufnahme garantieren würde. Nach dem Abendessen waren wir alle endgültig in Russland angekommen. Das Russland, das ist das Russland, das ich kennenlernen wollte. Wo ich mich immer ein bisschen schäme, wir haben keine Gastgeschenke. Ja, stimmt. Oh Gott. Ja, man sagt zwar, die nehmen das nicht, aber ich finde es dann immer ein bisschen peinlich. Und mit der Kühe? Herrlich. Das ist Russland. Guck mal dorthin. Solche Flecken müssen wir haben zum Zelten. Du. Was hast du? Mit Mineralwolle isoliert und vom Feinsten. Und so Ritzen um und so hat er mit Purschaum ausgeschäumt. Das ist. Ich weiß nicht, was war denn der für ein Beruf? Ich denke, der war irgendwo in der Entwicklung von Rüstungstechnik oder sowas. Könnte sein. Und dann müsste so langsam ein T-34 rausrollen. Verstehst du? Da gibt es russische, das ist der Öse, den herrlichen Sonder. Ja. Hörst die Ketten. Wenn das da heiß wäre, du wärst da am Wochenende oben und würdest das drauf, das ist vielleicht schon 15 Jahre so. Wenn da nicht mehr einer beschließt, heute soll es sein, wird das nie repariert. Guck mal, jetzt hat er einen neuen hier, vom Feinsten. Das ist so. Ja. Boxer. Hier wieder. Da. Kardan. Gib doch die Kardan. Klasse. Prima. Ach, gut. Wisst ihr, wie das hier alles läuft? Wir haben einen Schutzengel, weil es ist eigentlich ein bisschen kurios. Und passiert nichts. Ja, 1616 ist er gestorben, wusste auch im Voraus, wann er stirbt, und hat sich in seinem Grab geschaut und sich reingelegt. Die Kirche des alten Rom fiel wegen der Irrlehre der apollinarischen Häresie. Die Pforten der Kirche des zweiten Rom
Konstantinopels haben die Enkel Hagars mit ihren Sicheln zerhackt. Nun ist es die heilige katholische apostolische Kirche des dritten Rom, welche bis zum Ende der Zeit durch den orthodoxen christlichen Glauben erstrahlt. So stand es geschrieben, und dieses Reich lag vor uns, das dritte Rom, Abglanz der alten Zivilisationen. Mit dem Einsetzen der Sogwirkung an den Rändern der Megalopolis erinnerte ich mich an mein ursprüngliches Vorhaben. Ich wollte nach dem stillen Kern suchen. Den vermutete ich dort, wo sich der Schleier des Alltags hebt, wo das globale Rauschen verstummt, wo die Geschöpfe Gesichter bekommen. Stattdessen hat es uns in ein unverbindliches Labyrinth gezogen, in die schönste U-Bahn der Welt, unter dem goldgekrönten Dach der größten Metropole des größten Staates der Erde. Es war kein Zufall, dass wir von hier aus keinen Zugang zu den Hochetagen finden würden, von wo aus man bei klarer Sicht den Horizont hinter der Agglomeration erkennen können müsste, dessen Turmspitzen die Himmelsstürmer im Denken bewohnten. Hier würde ich das Haus der Vernunft nicht beziehen. Ich fand mich zurückversetzt an den Ausgangspunkt meiner Reise. Das Alltagsrauschen war wieder da. Ich brauchte eine neue Strategie. Ich beschloss, weniger nachzudenken. Und hier standen die Höhen Parteifunktionäre und auf der Brüstung stand die Parteiführung und dann sind die hier Stunden zum ersten Mal oder so. Na, der Rote Platz ist eigentlich eine falsche Übersetzung. Das müsste eigentlich heißen der Schöne Platz. Ne? Von Altruss ist Krasner ja schön. Marschall der Sowjetunion, Leninorden, der hatte alles, was es gab. Wir passierten Moskau nicht, ohne den Ort zu besuchen, an dem Feldmarschall Schukow 1941 dem Vormarsch der deutschen Wehrmacht ein Ende bereitete. 64 Jahre danach nennt Präsident Putin die Auflösung der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts. Was bedeutet es, dass eine Staatsformation, die aus Blut und Eisen hervorgegangen ist, die mehrere Kriege durchgestanden hat und buchstäblich zusammengeschweißt worden ist, was bedeutet es, dass das zu Ende ist? Wie hat es die alte Generation hingebracht? Sie hatte die Entwertung ihres Eigentums, sie hatte die vollständige Erosion aller Bilder, mit denen sie aufgewachsen ist, und sie hatte die entscheidende postimperiale Krisenbewältigungstüchtigkeit und Chaosresistenz. Millionen von Menschen, für die die Routinen des Alltags aufgehört haben zu existieren, haben die Sache selbst in die Hand genommen. Es war auch eine Reise in die ostdeutsche Vergangenheit. Wir mussten deine komplette Einrichtung, alles was an Wert hattest. Das wurde dann umgerubelt in Demo. Da müsstest du sozusagen eine Eröffnungsbilanz machen. Abschluss und Eröffnungsbilanz und dann ging es weiter. Eigentlich mit wenigen Fallen. Aber was wir alle nie gedacht haben, war, dass die, ich war zur Miete, dass die Mieten frei waren. Ich habe erst 208 Ostmark für eine Fleischerei bezahlt, mit voll unterkellert, mit einer kleinen Wohnung zum Umziehen. Mit Dusche eingebaut und Gewürzkammer. Da standen meine Gefriertruhen drin. 208 Mark. Und dann von heute auf morgen 3500 D-Mark. Ich habe 80 Mark Wassergeld bezahlt im Jahr. Fleischerei. Wir sind Mittagessen gegangen. Da lief das kalte Wasser zum Leberverstühlen. Das war doch da. Das lief. Und dann hast du im Monat 300-400 Mark bezahlt. D-Mark. Zwei haben sich erschossen von meinen Freunden. Was? Erschossen mit dem Bolzenschuss gehört. Das war eben so. Du kannst es nie absehen. Obwohl man hätte einmal schalten müssen. Wir haben in der Randsburg, das ist eine Kneipe auf der Luisenstraße, eine lange Schlagkabine. Da kam immer einer und hat
Ost gegen West getauscht. Da bist du hin mit deiner Knochentüte, so ein Kilo Knochen, wo voll bunter Scheine. So, und dann hast du immer 40.000 oder 50.000 Ostmark in West umgetauscht. Weil das hat dir mehr genutzt. Verstehst du? Du musst wissen, wie der Ostkohle. Und da waren mir etliche, und hatte der einen Koffer. Na, und dort von jedem, die Ostmark dort mal, der Koffer war voll Ostmark. Denk, was dort oben los war, der hatte vielleicht dort eine 500.000 drin. Und da habe ich den mal gefragt. Ich sag, sag mal, was brauchst du denn, diesen Haufen? Was machst denn du mit dem Ostgeld? Ach, sag doch, ich will mir hier ein Stück Land kaufen. Ich sag, was willst denn du hier im Osten mit dem Land? Das sagt er so, man weiß ja nie, wie es kommt. Das war aber vielleicht 2 Jahre vor der Wende. Wir stießen weiter in das russische Hinterland vor, in Richtung der Ostgrenze Europas, in die Provinzen des Goldenen Rings. Fast 2000 Kilometer hatten wir in Russland zurückgelegt. Die Begegnung mit dem Priester des Black Bears Jaroslawl Motorradclub stand uns bevor. So schnell in die Kurve rein zuerst, oder wie? Oh, scheiße, das sah ich schon von oben, scheiße. Ja, die war Sand, weißt du? Sand, dann war die wellig. Und am Anfang war kein Sand von der Kurve. Du bist da kam mittendrin. Du bist dann sozusagen im Sand eingetaucht und dann mit dem Arsch rum. Unser Ingenieur wurde Opfer eines Phänomens, das abermals die Schwachstellencharakteristik des Mensch-Maschine-Systems im Straßenverkehr entblößte. Er hätte mühelos Einsicht in die Kurvensituation entwickeln können, aber er machte keinen Gebrauch von seiner Fähigkeit zur elaborierten Hypothesenbildung. Während die KTMs immer wieder mit negativem Lenkeinschlag auf der Ideallinie durch die Kurven luxurierten, war Tom mit seinem Boliden dann meist auf der sogenannten Kampflinie unterwegs. Durch das spätere Einlenken in die Kurve ist auf dieser Kampflinie zwar der Kurvenradius kleiner und damit die maximale Kurvengeschwindigkeit niedriger, aber damit ist sie eben auch kürzer als die klassische Ideallinie. Gleichzeitig arbeitet man auf der Kampflinie mit höheren Brems- und Beschleunigungskräften, da man weniger Kurvenstrecke zu durchfahren hat. In der Mehrzahl der russischen Provinzkurven konnte Tom einige Zehntelsekunden herausfahren, aber in einer uneinsichtigen 60 km/h 90 Grad Rechtskurve wurde ihm die Kampflinie beim Einbremsen zum Verhängnis. Ja, ich meine, gut, aber da kam so ein komischer Wolga entgegen. Da hatte ich eigentlich bloß die Wahl. Entweder ich rutsche auf dem Sand direkt dem Wolga vor die Schnauze, da hätte es schlecht ausgesehen. Also Plan B, ausweichen nach der linken Seite. Links am Wolga vorbei, ja. Gegenfahrer in Zentralrussland, ja. Ein Opponent. Lebensgefahr. Was vorbestimmt ist, das wird schon passieren. In der Hoffnung, ich bin noch nie dran. Zurück in Deutschland, ja, die Oppositionsmaschine verkauft, ja. Die K100 ist weg, ja, na gut, die hat ein bisschen mit dem Motor dann nicht mehr ganz so. Und ja, da bin ich einfach mal Probe gefahren mit einer GS und das war, naja, gut. Einpacken, nehme ich. KTM ist... Ja, ja. GS ist... Die GS 1200 ist eine geile Füße. Aber dennoch, weder gelegentliche Überschläge noch sintflutartiger Dauerregen und auch keine Mücken so groß wie Taubeneier konnten uns noch nachhaltig erschüttern. Wir hatten unseren Rhythmus gefunden. Kurz vor der Dämmerung schlugen wir unsere Zelte auf, beleidigten die Maschine des Gesprächspartners und warteten ungeduldig auf den Morgen. Thank you.
Gefrühstückt wurde meist beim ersten Stopp des Tages. Berge feinster russischer Hausmannskost. Zum Preis eines halben McMuffins. Zwiebeln und Ei. Mit jedem Essen näherten wir uns weiter dem Zielpunkt, den ich noch immer nicht erfassen konnte, der aber irgendwo auf der anderen Seite von McDonald's liegen musste. Alle sechs? Oh, ja, da. Alle 150 Kilometer war es Zeit für den nächsten Stopp. Alle 300 Kilometer versuchten wir zu tanken. Zwei. Ist irgendwie kaputt, hat er sich auch direkt. Ja. Scheint weit und breit keine Tankstelle zu sein. Die haben hier bitte alle mit Kanistern. Natürlich war es nicht unsere Schuld, dass das Tanken nicht immer trivial war. So wie ein Seitenständer, der zum wiederholten Male mit 400 Newtonmeter gegen das Schienenbein knallt, keineswegs auf ein mangelhaftes Fahrergedächtnis schließen lässt, so wie ein vergessener Blinker nur auf die Schwäche überhaupt aller Motorrad-Blinkkonzepte hinweist, so sind auch Bedienungsschwierigkeiten an einer Zapfsäule selbstverständlich Schuld der Tankstelle. Die haben eine höhere Dopaminkonzentration gemessen bei bestimmten Leuten mit einer genetischen Prädisposition. Die neigten vor allem zu Extremsportarten angeblich oder zu draufgängerischen Verhalten. Also die wagten sich mehr raus. Also dieses Losfahren ohne Gedanken an den Rückweg oder dieses Losschwimmen ohne zu überlegen, wie weit ist das eigentlich, komme ich noch zurück. Das scheint vielleicht im einen oder anderen mehr verwurzelt zu sein und definitiv im Motorradfahren. Letztlich weiß man ja nicht, worauf man sich einlässt so richtig, wenn man noch nicht in Russland war. Man hört viel, man wird gewarnt, aber ein großer Aspekt davon ist, dass man irgendwo hinfährt, wo man eigentlich nie weiß, dass man, was einen erwartet. Das ist einfach dieses Grenzensprengen, dieses immer weitergehen, immer weiter nach Osten fahren. Aber das ist gerade der Reiz daran, einfach, ja, ich denke, der absolute Kick ist, oder der absolute Höhepunkt einer solchen Reise sind die Momente, wo du nicht an den Rückweg denkst. Das ist ja sehr gut. Nach 3000 Kilometern hatte ich mich an den Kirchenbanksitzkomfort meiner Supermoto gewöhnt und spürte auch den Rucksack mit der Filmausrüstung kaum noch in meinen Bandscheiben. Roman, Chris und Tom zirkelten nun vollautomatisch ihre Straßenmaschinen um die kürbisgroßen Schlaglöcher. Und auch wenn mal wieder ein Vorderrad bei 80 bis zur Achse in einem Wasserloch verschwand, um kurz darauf das Ende des Federwegs direkt in die äußere Hirnrinde weiterzugeben, wir waren nicht mehr aus der Ruhe zu bringen. Mit jedem Loch in der Straße fiel nur noch ein weiterer lästiger Gedanke von uns ab. Das breite Grinsen hatte Einzug gehalten. Der Tacho verkündete gelegentlich ein paar Dutzend neuerlich vernichtete Kilometer. Ich dankte dem Herrn Forstmeister Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Raes von Sauerbronn, dem großherzoglich badischen Vater des Grats. Wann immer mir danach war, setzte ich mich an den Straßenrand und fing an zu weinen. Ich weinte vor Freude über den Zauber dieses Einspurfahrzeugs.
Nach einer Woche Russland hatten wir den Alltagszorn abgelegt und den Zielzustand erreicht. Den Flow. Und mit dem Flow brach das Glücklichsein über uns herein. Die Reise nach innen hatte begonnen. Wir waren bereit für die entscheidende Etappe, der Zusammenkunft mit den Bikern des Herrn. Siehst du es? Wenn du das Rad gerade hast? Ja, schmeckt. Du gehst beim Fahren aber. Ist schief. Okay. Also ich sehe es halt. Schon, ja, schmeckt. Ja, schön, wieder gerade, geil. Das heißt KTM, wenn es der Lasch dagegen ist, wieder gerade. Die Gabeln sind ja drinnen. Streber in dem Schaft. Wer hat das geschenkt? Das ist ein kleines Mädchen. Da habe ich eine Party an ihrer Schwester und haben das geschenkt. Cool, da muss man essen. Ja. Oh, geil. Oh, cool. Geht her. Was ist das? Blockschokolade? Ist denn ja, also irgendwas drin? Boah. Und? Das ist schön. Wie schmeckt das? Der, der früher den Glockenturm besaß, quasi in der Macht hat, der hat auch die Stadt unter Kontrolle gehabt. Wie wir es aus dem Kohle kriegen, wird das Schipudorf. Und 2000 Pud wie diese Glocke, also 2-3 Stunden. Das wird nicht am Kohle gelegt. Die Glocken sind aufgehängt an sibirischer Lerche, ist das Holz. Вино самое самодельное, очень хорошее. Бонжорно. Итальянское почти, итальянское. Итальяно Джорджа. Они говорят, можно. Ну давайте. На здоровье. На здоровье. Ну давайте. Gerade im Schatten. 4 Becher Klosterwein. Schlecht. Schlecht für nachher Motorradfahren. Вы знаете, в принципе, 99% очень хорошо с этим мотоциклистов, это очень хорошие добропорядочные люди. Или что 1% это хулиганы. И они тут же нацепили 1%, а мы хулиганы. В городах даже не пускают, когда человек появляется в жилетке, там ему просто приезжает полиция, руки закручивают. Вам in Deutschland, also da weiß ich, in manchen Städten die Bullen jeden anhalten, der eine Weste trägt auf dem Motto. Auf dem Weg in die Heimatstadt des Black Bears Motorradclubs besuchten wir die mehrfach durch Zarenbesuche gekrönte Auferstehungskathedrale Tutajews. Pilger aus dem Reich demonstrierten hier ihre Ergebenheit mit einem Kriechgang unter der Ikone ihres Herrn. Ich will das oben kennen mit der Treppe, die man auf Knien und so weiter erklimmt. Kann man hier sozusagen drunter durchkriechen, um diese Demutsübung zu machen. Warum würde ich, als Agnostiker, der die Existenz eines Gotteswesens für ungeklärt hält, warum würde ich mich in dieser religiösen Hingebungshandlung üben?
Wir haben es so schlimm an. Ich glaube, das kann gerne mit Helden darunter kommen. Mein geschätzter Kollege Sloterdijk hatte folgende Antwort. Menschen haben sich durch eine hochriskante, biokulturelle Evolution in eine existenzielle Situation hineinmanövriert, in der sie ein Problem bekommen. Sie wissen, dass sie sterben werden. Sie wissen, dass die Welt ist. Religion wäre demnach ein symbolisches Immunsystem, das den Menschen als weltoffenes Geschöpf stabilisiert, im Hinblick auf Lebensrisiken, von denen der Körper einerseits und die Kultur andererseits bereits etwas weiß, obwohl der Einzelne mit diesen Dingen noch nicht in Berührung gekommen ist. Die russisch-orthodoxe Auferstehungsreligion würde es mir so ermöglichen, dass ich mich am Spalier des Unmöglichen emporranke, bis meine eigene Seele an den Himmel reicht. Die Seele, ja. Die Reise durch das Leben als Reise nach innen, ja. Das Thema all ihrer Filme, ja. Warum? Reden. Es wäre vielleicht nicht richtig, wenn ich als Autor. Ich. Sie bewohnen die globalen Datenwälder, ja. Sie streuen dort ihre Samen, ihre Lichtspiele, frei zugänglich für jedermann, ja. Wer hat die schönsten Früchte? Aber sie stehlen, ja, aus den Gärten des 20. Jahrhunderts, ja. Sie widersetzen sich dem Copyright, Raubkopierer, Kulturmörder, ja. Das ist typisch, typisch für ihre Generation. Технология новой парадигмы творчества в наших же руках. Каждый может созидать и каждый может быть успешным. Независимо от своего окружения, но только от своих способностей. Мы противимся цифровому феодализму. Мы не допустим, чтобы наши гражданские основные права наших обществ уничтожались реакционерами. Такое развитие мы остановим и обратим вспять. Будущее в наших руках. Мы создадим культурное и технологическое движение, которое защитит цифровое всенародное состояние. Das ist sehr schwer zu steuern. Aber trotzdem gibt es für russische Straßen nichts Besseres als dieses Gerät. Du kannst da meine, sag mal, meine Pumpe. Der selber hat dann rumgewerkt. Wir sind hier beim Motor, auf dem Motorblock, der 15 Kilo, da musste sie irgendwie rufen. Alleine diese Erfahrung, dass ich weiß, dass dieses russische Volk, diese große Seele, diese große Glauben. Ja, denke ich, da könnte ich noch ein paar Kilometer weiterfahren, das würde sich lohnen. Also, auf die russische Seele, auf die russische Seele. Русище точно уменьшил! Я на
чего-то с женским полом. Wir wollten als Christen, wollten wir damit kundtun, wir sind nie bereit, andere auch zu töten mit der Waffe. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen auch keine Uniform anziehen, wir wollen uns überhaupt daran nicht mehr beteiligen. Kriegsdienstverweigerer in der DDR, ja. Straftäter. Sammeltransport in den Stasi-Knast. Was dann? Dann Hände an der Wand, Fliegerstellung, Beine auseinander, also wie Schwerverbrecher. Auf die Zellen aufgeteilt, Untersuchungshaft. In einer ziemlich kurzen Verhandlung, immer zu dritt, hat man uns dann abgeurteilt. 8 Monate. Bei den Russen, da war es also noch drastischer. Die haben die Kirche bekämpft, wo sie konnten. Man hat dort die Glocken hat man runtergeschmissen und eingeschmolzen. Ne? Die haben die Kirchen zerstört, geschliffen, als Lagerraum benutzt. Und dort wurden die Menschen noch mehr unterdrückt. Ne? Die orthodoxen Christen haben die Eigenart, alles, was sie benutzen, zu weinen und mit Gottes Segen zu erhellen. Ja? Also damit dieses Ding uns treue Dienste leisten, uns keinen Schaden zufügt, damit wir sicher ankommen letzten Endes und so weiter. Das ist der Sinn der Sache, die hier passiert. Приходящая, свящая, высоколудя многого, пойдет остромитая тысяча, и тьма бесует тебе к тебе не подвижется, обача, чива твоего смотришь, и воздаяние грешника узришь, и я под его устрелюхованием, и вышнего положил все прибежище твое, и видит ты мой рамы. Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Als ich während der Segnung die Kamera vor der auf mich einstürzenden Flut von Weihwasser bewahrte, schaute ich für einen Augenblick nicht durch eine Linse auf die Welt. In diesem Moment spürte ich, dass es hinter dieser Schnittstelle etwas gab, das mir vertraut und rätselhaft erschien. Etwas, das mich durch all die Situationen im Leben manövrierte, denen mein Verstand nicht gewachsen war. Ich fand meine sprachlose Seite, meine innere Welt. Durch das Weglegen der Kamera öffnete ich ein Fenster zum Unbekannten. Там солнышко, да, никак, да. А тут не получится, да? Ну вот хорошо вот здесь это. А вот с мотоциклом пошли. Что? Да, здесь хорошо. С мотоциклом. Белые розы, без защиты шипы. Что с вами сделал снег и морозы, лед витрин голубых? Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом. Okay, okay, bleib so liegen, alles gut, alles gut, alles gut. Was ist denn hier los? Lass uns mal wieder liegen. Lass uns mal hin. Ist nie auf den Kopf geflogen. Ich halte. Bleib mal so. Okay. Alles gut, machen wir auch noch.
Los mich? Ja. Alles okay. Gut. Hat mir jemand ein Messer? Muss man die Hose aufschneiden? Ich kann mir noch ein Alles klar, aber die Kiste ist mal stabil. Nie oder was? Nicht gebrochen, oder? Ah, okay. Hallo? Achtung, die Luft holen. Alter, du hast die Tür überfahren, leck mich am Arsch. Ja, toll. Das ist sozusagen quer. Armbrot ist gesichert! Nee, oder? Armbrot ist gesichert! Irgendwas Positives findet sich immer. Lass es liegen, oder? Nee! Das essen wir heute an! Wissen Sie, ob du irgendwelche Krankheiten hat oder was? Nein! Ja. Alles klar. Schnall ich hin drauf. Dann schieben wir die vorwärts raus. Kannst du laufen, Alter, wirklich? Ja, okay. Lass mal was trinken, Uwe. Ja, hat er gerade getrunken. Alter, ADAC geht bis richtig schön. Auto. Was ist denn jetzt? Warte, ist Alter. Was? Aber vielleicht legst du das mal hin, oder was? Jetzt? Soll ich das mal machen? Ich geh, mein Knie geht. Ich brauch's nicht machen. Los, gib an, ihr Schweine. Eins, zwei, drei. Ah, das ist ein Schicksal, das ist immer dasselbe. Es erwischt immer die, guck mal, der Hase, das war jetzt nie umsonst dann die Sache mit der Batterie. Also schiebt man die Karre in den Wald und. Ja, genau. Bandscheibe, Abend, schau. Wo willst du heute mal hin? Wir werden höchstens mal bis Skorf oder was gekommen, aber. Eigentlich ist es egal, ich hab Hunger. Sag mal, ist das nicht so der Wald hier von. Wo wir auch über die Grenze sind, hinzu? Ja. Aber das könnte sein. Wo wir hier am Anfang mit dem Kunden. Scheiße. Was soll ich dir mal was sagen? Cool mit deinen Wasserreserven. Kein Schwein hat wieder mal Wasser. Du musst da Kabel dabei sein. Du schleppst ein Naja, aber braucht's. Ja. Das Starterkabel ist sehr sinnvoll. Stand da doch auf eindeutig unserer Agenda. Also da ist meine. Ja, ich hab alles noch dabei. Nice. Yeah. Das Warum sind wir eigentlich hier? Warum sind wir denn hier? Also jetzt muss ich sagen, jetzt freue ich mich sogar ein bisschen auf das Karmickel, Alter. Ich habe Hunger wie so. Dass der Umweg geflogen ist, ist ein richtiges Glück für uns. Dadurch kriegen wir endlich mal Fleisch. Rom, hast du das Feuer im Blick? Ja. Schießt, dass der Wald abbrennt, echt. So, dann kommt der Baum rein. Wenn ich komme hier an, sehe natürlich den Scheitelpunkt, muss ich wieder öffnen, die Kurve will hier raus, hämmern wieder. Komme hier schon an, die Kiste kommt schon hinten rum, hinterher, bam! Und irgendwo hier springt mir dieses beschissene Karnickel von der Seite. Ich in Schräglage, in Drift gehabt, ich konnte nicht mehr anders, ich konnte bloß und bam, Hämmer. Ich wollte nicht rüberfahren, ich muss auch mal viel, weißt, ich bin eigentlich ein Tierfreund vom Verein. Das war nicht verletzt. Ja, alles dann sah ich, wie irgendwas abfiel, aber letztlich war das Karnickel. Ich dachte irgendwie, wahrscheinlich hat es ihn irgendwo in meinem grobstolligen Profil wahrscheinlich reingewickelt und hat dann hinterher rausgedroschen. Einen halben Meter, bam, dann geht am Schädel vorbei. Ich hätte es doch nicht mal greifen können, wenn ich rutschte ja schon, also wenn, ich hätte es nicht greifen können, aber da ich ja schon im Dreck lag, war alles schon vorbei. Auf jeden Fall, irgendwie hatten wir noch ins Bein gestochen, hier mit dem Messer wahrscheinlich. Ja, ey.
Ich dachte, dein Knie ist ich merke, offen, das, ich merke das erste Mal so Bios aus dem Innenhöhe. Das zweite Mal. Hast du gesehen, das ist eine 3 cm Stichverletzung. Ja, ja. Genau. Ich glaube, das ist auch 3 cm tief. Ja, hab ich gesehen. Der Nöter ist oben. Junge, du weißt gar nicht, was du für ein Schwein gehabt hast. Na, ich glaube. Du mal schön das Knie brechen können. Das Mücken kurz nicht wieder an. Ja, doch. Die gehören einfach dazu. Jetzt hier, oder? Wer möchte, kann es auch brauchen. Ach, weißt du. Ab und zu ein Blatt. Das ganze Bier, was wir hier getrunken haben, es war, ich meine, wir sind als Deutsche sind eine Biernation, schlechthin. Aber man kann schon das russische Bier saufen. Also, gibt's nicht ja, das ist heute gut, weil ja, schlecht. Wenn du eine Marke ist, kannst du dich nicht drauf verlassen. Und richtig grün. Oh, schön, ja. Magerisch, Gott. Das ist so. Übrigens, das ist derselbe Wald, oder? Ja, der warten wir, bis der wieder kommt. Der Spätzner. Diesmal können wir ihn ja zum Essen einladen. Die Motorradreise als Entbehrungsübung, ja, Kasteiung, Askese, unterwegs auf der Schmerzmaschine. Ja, klar. Natürlich. Und frieren musst du auch die ganze Nacht, weißt du, und kalt muss es sein, dass du siehst, diese klamme Klamotten, weißt du, oder Schlafsack gesagt, und du sitzt da drin und denkst so, was soll denn diese Scheiße jetzt hier? Wieso sitze ich hier mitten in der Kälte, der Schlafsack nass, es regnet wie Schwein, ich könnte irgendwo im Hotel sein, im Pool vielleicht, mir Tussis anklotzen. Nee, ich bin hier im Wald, Alter, mit solchen Mücken, die hier rumfliegen. Verstehst du? Und warte, bis es morgen hell wird und es immer noch regnet und ich in den nassen Klamotten wieder weiterfahren muss, bis es irgendwann mal wieder warm wird. Leck mich am Arsch. Aber wenn das geht. Und wenn das gemacht hast, Mann, dann ist geil. Dann kann doch nicht mehr Schlimmes kommen, wenn du das gemacht hast, weißt du? Dann kannst du nächsten Mal wieder pissen und sagst du, leck mich am Arsch, weil gestern ganz so gepisst und heute, ihr könnt mich mal. Verstehst du denn sagen? Belanglos, ja, peripher, der Kopf, ja, der Geist ist frei. Wann geht's eigentlich morgen los? Um 8, oder? Um 8, ja. Ja, gut. Ja. Jo. Wir mädern morgen ordentlich. Willst du eine Tablette haben? Hä? Willst du eine Schmerztablette? Hast du eine? Mhm. Und eine schöne Faustan? Ich kenne Schmerztablette. Oder hast du was für einen Achter einführen? Ah, oh, hab ich bestimmt. Mhm. Eine Fiole. Ja. Ich steh hart heiß. Eine Art Gummi. Das ist gar kein richtiges Leder, das ist mistlos. Hier ist es beschichtet, unten drunter ist hier die Baumwolle, weißt du? Also wenn die mal in den Arsch gehen, dann hole ich mir vielleicht diese Stiefel in den Überhang. Oh, hier Rahmen genäht, alles geiles Zeug. Ja. Ja, das ist ein Cowboy-Stiefel, weißt du, kannst immer so. Kannst du auch schon mal reiten damit auch? Ja, ich heiße, abgelaufen sind schon hier auf dem Laufen, das ist halt Treppe. Ihr solltet eigentlich auch nicht so viel laufen, wir sind zu viel gelaufen dieses Jahr. Viel zu viel gelaufen. Wenn man mal 100 Meter läuft, okay, aber. Du kannst nur gucken, wenn mal ein Unfall ist, ob die Stiefel noch gut sind. Und dann hier. Finish mit Nitroglycerinen, halt ihn so in Schatten ein. So, hier, Scheiß, da fährst du immer nach Russland. Da fährst du ein, zweimal um die Welt, das niemand das halten sie ab. Ne? Ich habe eine Tour gemacht und da haben die nicht gehabt. Ne, sagen sie mal, die müssen eine Tour abhalten. Ja, ich bin hier. Bolivien waren sie noch ganz gut, aber dann. Moskau über dem Roten Platz hat mich auch noch nicht geschämt. Aber dann ging es auf immer los. In der Tundra. Das darf hier nicht sein. Das ist unsere Zeit hier. Ja, ja, das ist selbe Mist.
Dir muss das scheißegal sein, ob die auf die Fresse fliegst oder nicht. Das Nächste ist ein ganzer Anzug. Da kannst du mit 200 auf die Fresse fliegen, passiert ja nicht. Das ja, ist wie so ein Mono, die Cockpit, die bei Formel 1 lässt. Die überschlagen sich 18 Mal, brennen lichterloh und steigen aus und ja, das meine ich, kämmen sich die Haare. Wenn du immer so schaltest, musst du irgendwann, du musst doch mal einen ganzen Fuß aufnehmen. Nee, nee, dein Geld. Ach so. Чуть-чуть, если с другом по чуть-чуть, а веселей дорога без друзей. Я пью чуть-чуть, ну а с вами много. Что мне снег, что мне зной, что мне вермут разливной, когда мои друзья со мной. Салат, но что мне снег, что мне зной, что мне вермут разливной, когда мои друзья со мной. Справлюсь вместе с вами, где чего-то не пойму, так разберем с друзьями. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай. Спасибо, друзья. This is fucking communism style.